Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe noch dasselbe Oberteil an und ich sehe noch genauso aus. Ich habe gerade Zeit, Videos für euch zu drehen, weil meine Kinder beim Tennis sind. Und ja, deshalb seht ihr das jetzt in mehreren Videos, dieses Outfit. Sorry dafür. Und ja, wir kommen vom Sommerurlaub. Das habe ich in den anderen Videos schon gesagt. Falls ihr die noch nicht geschaut habt, wundert euch nicht, dass ich so braun bin. Ich bin nicht in den Farbtopf gefallen. Und ich habe auch nicht die falsche Foundation verwendet. Ich habe nämlich gar keine Foundation drauf. Und ja, heute gibt es einen Fashion Haul für euch. Und zwar habt ihr euch den gewünscht. Ihr habt gesehen, dass der Postbote da war und habt die Pakete gesehen, kurz vorm Urlaub. Und da habt ihr mich gefragt, ob ich dazu ein Video machen könnte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Vielleicht ist eine kleine Inspiration dabei. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit meinen zwei liebsten Schätzen, die auch mit nach Italien durften in den Urlaub. Und zwar ist es zum einen dieses wunderschöne weiße Kleid mit diesen ja, Spitzen hier, mit diesen Ornamenten. Es ist so, so edel. Dieses Kleid hier, das hatte ich eigentlich für Nizza gedacht. Ihr wisst ja, ich war mit Desorge in Nizza bzw. in Cannes und da gab es eine White Night Party. Da hatte ich euch auch einen Haul hochgeladen. Leider war es so, dass ich mir das in 34 bestellt hatte und das Unterkleid schon sehr kurz war. Also das heißt, man hat schon sehr viel Oberschenkel gesehen und so freizügig wollte ich in Nizza nicht rumlaufen bzw. in Cannes. Und deshalb habe ich es mir in 36 bestellt und es kam dann nicht rechtzeitig an. Deshalb habe ich es mit nach Italien genommen. Es ist natürlich für besondere Anlässe. Ich kann jetzt damit nicht einfach so hier bei uns durchs Dorf spazieren. Da werde ich wahrscheinlich eingesperrt. Da brauche ich schon einen besonderen Anlass. Da freue ich mich dann auch wieder drauf, wenn ich das tragen werde. Ich finde es super edel. Es hat 24,99 Euro gekostet. Es war reduziert. Und ja, das musste ich euch unbedingt zeigen. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie eine Möglichkeit, so ein schickes Kleid anzuziehen. Vielleicht gefällt es euch ja ganz gut. Dann schaut mal bei H&M vorbei. Ich habe es aktuell noch gesehen, deshalb zeige ich es euch auch heute in diesem Video. Dann kommen wir zu einem weiteren Schätzchen und zwar, oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe diese Kette. Sie durfte eben auch mit nach Italien und zwar sieht sie so aus. Schaut mal bitte, wie edel diese Kette ist. Ich habe viele Ketten, wirklich, aber ich habe wenige, die so edel sind. Also ja, ich bin ganz, ganz glücklich. Ihr könnt schon sehen, hier unten habt ihr so eine Lederquaste noch mit dran und ich habe die im Urlaub eben sehr gerne getragen mit einem weißen Outfit und ja, der Shop, der nennt sich Frau von L. Ich folge denen schon super lange auf Instagram und bei Davanda könnt ihr diese wunderschönen Ketten auch bestellen. Die gibt es in verschiedenen Farben und ich musste die euch heute unbedingt in diesem Video zeigen, weil ja, sie einfach ein Hingucker sind, ne? Also ich bin total verliebt in diese Kette. Okay, ich könnte, glaube ich, ein ganzes Video über diese Kette machen. Wir machen aber lieber mal weiter. Und zwar, ja, wenn wir schon bei Ketten sind, meine Haare nerven mich gerade tierisch, aber ja, achtet jetzt einfach mal nicht drauf. Wir machen weiter mit Ketten und zwar von Happiness Boutique. Da habe ich euch auch auf Instagram ein Bild gepostet. Und zwar wolltet ihr die auch eben nochmal in einem Video sehen. Die ist sehr, sehr auffällig, ne? Also ja, weniger ist da nicht mehr, sondern viel ist da viel einfach. Das ist einfach so. Ja, mir gefällt sie trotzdem total gut. Jetzt nicht für jeden Tag. Ich habe sie tatsächlich auch mit in Italien gehabt und habe sie ab und zu mal getragen. Ich finde sie sehr, sehr schön, aber wie gesagt, jetzt nicht für jeden Tag. Für jeden Tag habe ich dafür eine andere. Ich habe mir die hier wieder auf mein Papierchen drauf gemacht, weil ich Angst habe, dass sie sich verheddert. Sie ist nämlich relativ lang und es sind drei Stück in einer Kette. Und zwar habt ihr hier diese verschiedenen ja, Symbole. Gefällt mir total gut in Gold und sehr, sehr edel. Wenn ihr ein schönes Oberteil anhabt, vielleicht mit einem V-Ausschnitt, dann wirken solche Ketten sowieso immer richtig, richtig schön. Wie gesagt, von Happiness Boutique habe ich euch auch schon relativ oft vorgestellt im Shop. Ich mag das halt super gerne, weil ich auf Statement-Ketten stehe, beziehungsweise auf Ketten im Allgemeinen und deswegen seid ihr da auch immer super gut bedient. Ja, dann durfte ich Sachen testen bei Rombe und bei Shein. Die Sachen würde ich euch jetzt auch direkt mal zeigen. Und zwar fangen wir mal an mit Rombe. Da habe ich mir eine Jeanshose bestellen dürfen. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, als sie angekommen ist, weil der Schnitt mir jetzt nicht so ganz zusagt. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich sehr gerne Hüfthosen trage und die nicht so gerne bis zum Bauchnabel hochziehe, also die High-Waist
Jeanshosen oder Hosen im Allgemeinen sind jetzt nicht so meins, aber bei der hier ist es so, dass sie mir dann angezogen oder getragen doch gefallen hat. Also ich habe sie mir anprobiert, war so vom Spiegel gestanden, habe mir gedacht, ja, mit dem richtigen Oberteil sieht die wahrscheinlich echt gut aus. Ich habe mich da beim Bild oder vom Bild her ein bisschen vertan. Ich habe nämlich gedacht, dass es eine Boyfriend-Hose ist. Ihr müsst euch die Bilder wirklich ganz genau anschauen in diesen Online-Shops. Ihr könnt auch weiter scrollen. Es sind dann mehrere Bilder da, die verschiedene Posen zeigen von den Models. Und ja, das war so mein Fehler, weil es schnell gehen musste, aber jetzt bin ich doch zufrieden. Ich meine, die kostet 18 Euro, wartet, ich habe es mir aufgeschrieben, 15,99 Euro, Entschuldigung. Und das ist natürlich für eine Jeanshose völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, bei diesen Online-Shops schaut euch da genau die Größen an. Ich habe abgemessen an mir, also damit ich weiß, welche Größe ich ungefähr nehmen soll oder darf. Ihr könnt da nicht nach den Größen hier in Deutschland gehen. Also die Models, das sind ja dann doch meistens asiatische Frauen, die dann doch sehr zierlich sind und ja, man das jetzt mit uns nicht vergleichen kann. Also ich trage ja 34, aber da müsste ich dann meistens doch 36 nehmen, 38 sogar. Aber wie gesagt, schaut da ganz genau nach. Von der Qualität her ist es wirklich toll, also da kann ich nichts sagen. Machen wir direkt weiter mit einem Hoodie. Das Oberteil, das hole ich jetzt gleich noch. Und zwar sieht er so aus, im Grau, und da steht Selfie drauf. Gefällt mir auch total gut, ist sehr, sehr kuschelig von innen, also richtig, richtig angenehm, wenn es dann kälter wird. Hoffentlich dauert es noch ganz lange, bis es kälter wird. Ja, habe ich einfach was gebraucht, auch wenn ich mit der Bella draußen bin, gefällt mir total gut. Auch bei diesem hier ist es so, dass er mir passt, aber ich ihn doch, glaube ich, lieber eine Größe hätte größer nehmen sollen. Was für ein Deutsch. Ja, ich komme gerade vom Urlaub. Ich habe noch so das Italienische im Kopf. Ja, aber gut, so ist es jetzt. Ich habe daraus gelernt. Ja, ich finde ihn trotzdem schön. Freue mich drauf, ihn zu tragen. Er passt auch. Aber wie gesagt, eine Nummer größer wäre wahrscheinlich ein bisschen auch chilliger gewesen. Ne? So, dann haben wir hier... Da freue ich mich so richtig drauf und das ist ein richtig, richtig cooles Teilchen. Und zwar diese Hose hier in diesem Roséfarbe, würde ich jetzt mal sagen. Getragen sieht es aus wie ein langer Rock, aber es ist wie gesagt eine Hose. Habt ihr bestimmt auch schon bei Zara gesehen. Da gibt es nämlich das Original sozusagen. Keine Ahnung, ob es das Original ist. Jedenfalls gibt es die auch bei Zara, allerdings doppelt so teuer. Ja, und diese hier, die hat gekostet 17,99 Euro. Ich weiß es, dass die bei Zara eben viel teurer ist, weil ich sie mir bei Zara kaufen wollte und mir dann gedacht habe, na, das ist doch ganz schön viel Geld. Und bei der Hose hier ist es eben so, dass ihr die edel tragen könnt mit einem schönen Schuh, einer schönen Bluse, die ihr vielleicht reinsteckt oder draußen tragt, einen dünnen Blazer drüber, dann seid ihr echt schick angezogen. Oder aber auch mit sportlicheren Schuhen, ja, da kann man das Outfit auch richtig, richtig toll tragen. So, das waren die Sachen von Roamwear. Ich verlinke euch natürlich alles unten in die Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Jetzt machen wir aber weiter mit Shein. Da durfte ich auch zwei Sachen testen, beziehungsweise den Online-Shop an sich. Und ich war total überrascht, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, komm, ne, schaust du einfach mal, was da ankommt. Und ich war echt, als ich das ausgepackt habe, erstmal so total positiv überrascht. Und zwar habe ich diese Lederjacke hier bestellt. So sieht die aus, sie ist so abgesteppt und die hat ganz viele Details hier. Die kommt der von Zara schon sehr, sehr nahe, finde ich. Und sie ist auch wirklich richtig, richtig angenehm. Also sie riecht auch nicht unangenehm, da achte ich ja auch immer drauf. Ich finde die richtig toll. Ich meine, die hat 36 Euro regulär, würde die kosten. Und von der Größe her habe ich nichts falsch gemacht. Also bei Shein ist es da so ein bisschen einfacher. Ja, und dann habe ich mir noch dieses Oberteilchen hier ausgesucht. Ihr könnt schon sehen, es ist ein Kleidchen. Gefällt mir total gut. Und dieses hier hat gekostet oder würde regulär kosten 15,98 Euro, was ich echt super finde, weil ich liebe das ja eh erstens mal schulterfrei und dann auch noch mit Spitze. Und dann ist es so, dass ihr hier so einen kleinen Gürtelchen noch dran machen könntet. Und dann, ja, ein wunderschönes Kleidchen habt. Ihr könnt es schick kombinieren oder auch eher sportlich. Also gefällt mir richtig gut. Und die Jacke, habe ich euch das jetzt schon gesagt, 35,99 Euro. Genau, so viel dazu. Ja, das waren jetzt soweit die Sachen, die neu bei mir eingetrudelt sind und jetzt in meinen Schrank kommen, beziehungsweise erst gewaschen werden natürlich, ein paar Sachen. Und ja, vielleicht war ja was Kleines für euch dabei. Wie gesagt, wenn ihr in diesen Online-Shops bestellt, es ist nicht wie bei H&M, bei Mango oder bei Zara, ihr müsst ja wirklich drauf achten, messt alles ab, messt die Oberweite ab,
die Hüfte und so weiter, damit ihr da ja nichts falsch macht, weil das Zurückschicken und so weiter, das ist echt dann nicht so lustig. Und wegen Zoll hatte ich zum Beispiel auch überhaupt keine Probleme. Also ich musste da noch nie was bezahlen. Da ist alles immer bei mir zu Hause angekommen. Da waren auch keine Probleme. Genau, wenn ihr zu diesen Online-Shops noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich. Schreibt mir mal rein, was euch hiervon am besten gefallen hat. Meine zwei Sachen stehen natürlich fest. Zum einen diese wunderschöne Kette und mein wunderschönes Kleidchen, das ist ja ganz klar. Aber auch mit allen anderen Sachen kann ich was anfangen und freue mich darüber, dass ich sie habe und dass ich sie tragen darf. Genau. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass bei euch die Sonne scheint, dass ihr einen schönen Tag habt oder einen schönen Abend. Meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, da würde ich mich total freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auf Snapchat folgen. Das ist immer richtig lustig. Wir sind eine richtig coole Snapchat-Familie. Ich liebe Snapchat. Ich bin Snapchat-süchtig. Und ja, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Ich schreibe euch dazu alles unten in die Infobox. Jetzt lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!